Hallo, ihr Lieben. So, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Freitag. Herzlich willkommen bei mir. Ich glaube, ich habe beim Podcast bei der Wollvorstellung, ich weiß es nicht, ich habe immer vergessen, dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe mein Land, Kreativ und Style und alles, was sich darin befindet. Ich sag's euch, ne, ständig vergesse ich das. Na gut. Ja, heute haben wir ja viel vor, ne? Wir wollen stricken. Ich habe sie gewickelt und ja, ich denke mal, damit fangen wir an und während wir dann stricken, erzähle ich euch, was mit Luna passiert und ein bisschen was über die Anfänge meiner Katzenzucht. Das habe ich mir heute rausgesucht, weil da fragte jemand nach und für das nächste Mal gibt es dann das nächste Thema, weil schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Ja, so, wir wollen uns nicht stressen. Wir fangen ganz normal an. Ich werde euch jetzt erstmal sagen, was wir vorhaben. Also wir werden, das habe ich ja schon die ganze Zeit immer wieder betont, wir werden ein ganz, ganz einfaches, leichtes Tuch stricken, was jeder, wirklich jeder mitstricken kann. Selbst der kleinste Anfänger kann dieses mitstricken. Da ist wirklich nichts. Also, als allererstes, ja, nehmen wir drei Maschen auf. In der Farbe, also manche haben ja nur eine Farbe, die sie benutzen, und manche haben halt noch eine Kontrastfarbe, so wie ich das jetzt habe. Ich fange also mit der bunten Farbe an. Drei Maschen auf der Nadel. Ich hatte jetzt hier noch eine Adi Novell, dreieinhalber Nadel benutze ich. Das ist eigentlich für dieses selbstgefärbte Garn am besten. Da sieht das Maschenbild am besten aus für mich jetzt, ne? So, und naja, wie gesagt, ich hatte die jetzt hier noch rumfliegen, weil alle anderen, meine Haie, meine Chagu, die sind alle auf irgendeinem Tuch. Habe ich das alles schon. Ja, ne, bewältigt. So, und wenn wir diese drei Maschen haben, dann stricken wir einfach die erste Masche. Guck mal, was ich hier, das ist der Vorführeffekt. So, die erste Masche wird verdoppelt. Ja, so, und eine Masche wird gestrickt, rechts, und dann die nächste wird wieder verdoppelt. So, und in der Rückreihe macht ihr das Gleiche. Man ist das gar nicht mehr gewohnt, ne? Dass man hier so ein Seil hat, was sich noch verdreht. Das kennt man gar nicht mehr. So, in der nächsten Reihe wieder die erste Masche verdoppeln. Dann stricken wir zwei Maschen, Quatsch, drei Maschen rechts und verdoppeln wieder. Also verdoppeln heißt ja, wir stechen einmal von hinten ein und einmal von vorne. So, den drehen wir wieder um und wir haben die dritte Reihe. Wieder wird die erste Masche, also du nimmst sie ganz normal und stechst dann nochmal von hinten, dann hast du zwei Maschen auf der Nadel. Und so geht es weiter. Wir stricken wieder bis zur letzten Masche. Ich sag ja, und es wird ja kraus rechts gestrickt. Wir stricken ja immer rechts und die letzte Masche wird wieder verdoppelt. Und so geht das immer weiter. Also wir stricken jetzt quasi immer weiter. Bis wir erstmal, würde ich sagen, 50 Maschen auf der Nadel haben. Und dann gucke ich mal weiter, ob das schon reicht oder nicht. Also so stricken wir erstmal weiter, immer schön kraus rechts. Und die erste und letzte Masche in jeder Reihe wird verdoppelt. So. Denn ich habe jetzt schon 2, 4, 6, 8, 10, 11 auf dem. Wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ne? So, das machen wir jetzt erstmal. Alles klar, so hier ich mit meinem Gewusel. So, was ist denn jetzt mit Adele und Luna? Tja, also Luna ist erwischt worden im Gartenhäuschen. Wir haben ja letzte Woche damit aufgehört, dass Adele durchs Fenster guckte und Luna entdeckt hatte. Ja, Adele geht natürlich zur vorderen Tür, macht die Tür auf.
und sagt: Luna, was tust du hier? Bist du hier eingebrochen? Was soll denn das? Wieso bist du schon wieder hier? Du hättest doch noch eigentlich noch ein paar Monate wegbleiben müssen. Und vor allen Dingen, was willst du hier überhaupt wieder? Naja, auf jeden Fall, Luna sitzt ganz erschrocken auf ihrer Luftmatratze, ja, und guckt alle, die Frauen natürlich alle hinter Adele rein, ne? Und guckt ganz entsetzt auf die Frauen und stellt dann ihre Cola-Dose auf den Boden und sagt: Entschuldigung, Adele, ich weiß doch nicht wohin. Und dann bricht sie in Tränen aus. Und Adele sagt: Ja, Mensch, was ist denn passiert? Erzähl uns doch erstmal, komm mal erstmal mit. Wir gehen jetzt ins Haus und dann erzählst du erstmal, was ist denn hier? Kannst du nicht bleiben, das weißt du. Und ich habe auch gar keinen Platz mehr für dich, sagt Adele. Denn guck mal, dein Zimmer hat Paula jetzt und wir haben kein Zimmer mehr übrig für dich. Die Luna kam also aus dem Weinen und sie schluchzte und machte und tat sie den Frauen schon wieder leid. Vor allen Dingen der Clara, ne? Also Clara mochte Luna ja sowieso gerne. Und naja, auf jeden Fall sind die Frauen dann mit Luna in der Mitte erstmal ins Haus. Und sollte sich aufwärmen bei einer schönen Tasse Tee und ja, und dann erzählte Luna, sie ist frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden wegen guter Führung und naja, und sie hat noch mal eine zweite Chance, aber sie weiß nicht wohin. Sie hat keine Wohnung mehr, die hatte sie ja damals gekündigt, um bei Adele zu wohnen. Und jetzt stand sie da und hatte keine Unterkunft, hatte nichts. Ja, und dann hatte sie sich gedacht, ja, was bleibt mir anders übrig? Ich muss zurückgehen zu Adele. Ja, und dann hatte sie wohl einen Abend bei Adele vor der Tür gestanden mit ihrem Köfferchen, hatte aber nicht getraut, sich bemerkbar zu machen. Also sie hatte nicht geklingelt oder geklopft. Sie hatte eine ganze Zeit lang vor der Tür gestanden, aber sie hatte einfach keine Traute und dann fiel ihr das Gartenhäuschen ein und dann hat sie gedacht, naja, dann hast du wenigstens ein Dach über den Kopf, vor allen Dingen, weil es auch schon wieder anfing zu nieseln draußen. Und dann hatte sie gedacht, nee, also wirklich, ich versuch's mit dem Gartenhäuschen. Vielleicht kann ich hier heimlich und dann bin ich auch heimlich hier in der Nähe von den anderen Frauen. Gesagt, getan und dann hat sie sich halt Zutritt zu dem Gartenhäuschen verschafft. Hatte sich im Laufe der nächsten Tage eine Luftmatratze besorgt und ein bisschen Essen und naja, und wenn Gisela mal nicht guckte, war dann nach Murat oben gegangen, brachte das Essen hin oder was, dann ist sie auch schon mal in den Vorratsraum geschlichen und hat sich da was rausgeholt. Das hatten die Frauen bisher noch gar nicht gemerkt, auch Gisela nicht. Und weil ja immer genug da ist. Naja, und auf jeden Fall hatte sie nicht damit gerechnet, dass sie entdeckt wird. Jedenfalls nicht in diesem Frühsommer, also bevor das Gartenhäuschen genutzt wird, ne? Und bis dahin hatte sie sich gedacht, hat sie vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht in den alten, heruntergekommenen Stallungen, die da ja immer noch ringsrum waren. Und naja, so war ihre Idee gewesen. Aber naja, Pech, ne? Ja, und dann erzählte sie halt, diese Geschichte erzählte sie dann Adele und den Frauen und zum Schluss sagte sie dann noch so: Ja, was mache ich denn jetzt bloß? Ich weiß gar nicht wohin und ich habe gar keinen. Dann sagt Adele: Du, es gibt aber Missionen für solche oder du gehst mal zur Gemeinde, zur Stadt oder Gemeinde und geben dir eine Unterkunft und wie gesagt, ich habe hier kein Zimmer für dich. Was soll ich denn machen? Ja, aber die Frauen grübelten alle schon und die Luna sah nun auch nicht gerade ganz gut aus und dann tat sie ihnen wieder leid und naja, und dann sagte Marina nachher irgendwann: Mensch, kann sie denn nicht vielleicht im Schwitzezelt wohnen von Bärbel? Bärbel sagt sofort: Nö, kommt überhaupt nicht in Frage. Ne? Und dann Murat, der dann irgendwann dazugekommen war, der war sich dann auch, ja, vielleicht kann ich ihr ja ein kleines Räumchen renovieren,
über den, wo ich jetzt schon bei bin, bei den alten Stallungen hinten. Würde ich dann eins davon abtrennen? Adele, was hältst du denn davon? Ja, und wo soll sie in der Zwischenzeit bleiben, sagt Dorothea. Ja, dann machen wir es ihr halt ein bisschen bequem in dem Gartenhäuschen. Da kommt dann halt eine Liege rein und nicht so eine olle Luftmatratze, sagt Adele. Und als Adele das sagte, da war eigentlich, die Frauen waren alle am Grinsen, weil irgendwo haben sie da schon drauf gewartet, dass Adele, in dem Moment, wo sie das sagte, wussten sie, dass Luna bleiben darf. Ja, aber Adele dann auch. Also Luna, meine Liebe, wenn wir das jetzt machen und du darfst dann da wieder einziehen, das ist eigentlich nicht das gewesen, was ich wollte. Du weißt ja, ich dulde solche Sachen nicht auf meinem Grund und Boden. Nein, nein, Luna hatte ihr dann aber versprochen, das kommt nie wieder vor. Und ja, sagt Adele, rieche ich einmal hier irgendwelches Cannabis oder Marihuana, dann fliegst du im hohen Bogen. Da brauche ich nur einmal irgendwas vermuten, dann bist du weg. Das mache ich nicht. Nein, Luna war also wirklich, die war begeistert. Die Frauen freuten sich, vor allen Dingen Clara. Clara hatte jetzt ihre Luna wieder. Und freute sich dann drauf. Und Luna sagte auch, sie macht also ganz normal ihre Hausarbeit wieder mit, weil die Frauen hatten ja immer so ihre Aufgaben. Und sie freute sich so doll, dass sie wieder dabei war. Naja, so ein paar Tage gingen dann ins Land und guckt mal, so weit bin ich jetzt schon. Ne? Warte mal, wollen wir mal gerade. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Da können wir noch ein Stückchen. So bis wir so 50 auf der Nadel haben, machen wir das mal. Ja, das war jetzt mit Luna, ne? Und die Tage, die gingen dann ins Land und die Frauen hatten einfach Spaß miteinander, nichts passierte, alles war in Ordnung, der Laden lief, die Kunden kamen, Nick wurde jeden Morgen von Gerd gebracht und färbte eins nach dem anderen, also der schönsten Farben, die es gab. Also er war eingeschlagen wie eine Bombe, also er machte das richtig gut. Naja, auf jeden Fall sitzen die Frauen wieder mal im Geschäft, also ein paar von den Frauen im Geschäft. Adele ist auch da und sitzt auf ihrem Thron, wie sie immer sagt, hinten an der Terrassentür und trinkt gerade wieder ihre Tasse Tee, hat ihr Strickzeug dabei, als die Tür aufging, oh, und Henriette schon mit den Augen rollte in ihre Richtung. Und Adele guckte dann wieder und denkt, alles klar. Auf jeden Fall Heidrun kam wieder rein. Also Heidrun, muss ich sagen, also Heidrun ist die Ehefrau des kleinen Tante-Emma-Ladenbesitzers, also ein bisschen größer als, das ist ein kleiner Edeka-Laden, also der aber nicht gerade besonders groß ist. Und sie ist halt die Frau vom Edeka-Besitzer, vom Ladenbesitzer. Ein kleiner Mann mit schon etwas korpulenter, so in den, ja, er ist schon über 60, also ich würde sagen, vielleicht sogar schon Mitte 60. Und stramm auf die 70 zu, mit so einem, ja, mit einem etwas runderen, also er war so ein bisschen stabiler, mit so einem runden Gesicht und dann so ein paar, so ein Haarkranz hatte er noch so um den Kopf und trug also eine Brille und ja, also, aber er war ein ganz herzlicher und lieber Mensch, also wirklich ganz im Gegenteil zu seiner Heidrun. Seiner Heidrun war so eine kleine Giftspritze, ja. Also bei ihr war immer alles tippitoppi. Also sie war die Beste, sie wusste alles und sie war sowieso, ne? Sie war die Schönste, die Beste überhaupt. Aber sie war anderen gegenüber immer so übertrieben freundlich. Aber sie konnte auch Spitzen verteilen, wo manche
echt schlucken mussten. Wie sie das kann. Also das war immer. Und so war sie bei den Dorfbewohnern nicht ganz so beliebt. Ne? Also sie war ja, sie war also im Gegensatz zu ihrem Mann eine sehr schlanke Frau. Also sie hatte sie war schlank und hatte graue Haare und die immer wie so ein Pagenkopf geschnitten war. Aber sie hatte auch irgendwie böse Augen. Also sie war nicht so ein sympathischer Mensch. Also die funkelten immer so und so auch so von oben herab, als wenn sie was Besseres wäre. Also wie gesagt, sie war nicht ganz so beliebt bei den Dorfbewohnern. Und auch die Frauen haben so langsam mitgekriegt. Also, und Heidrun war leidenschaftliche Strickerin, leidenschaftlich. Und kam also mehrfach in der Woche ins Geschäft, um wenigstens mal zu gucken oder sich dann mal was mitzunehmen. Und wenn es dann nur ein Strumpfgarn war, es war ganz egal. Und wenn sie kam, dann war der Raum gefüllt. Also sie hatte eine Präsenz, die Frauen immer zu versäumen. Alle anderen Kunden waren plötzlich überflüssig, also in ihren Augen ja sowieso. Also wenn sie kam, dann musste sowieso alles auf eins stehen und Heidrun bedienen. Und das hat ihr nicht gut gefallen, also der Adele. Also das war immer, oh, die hat immer gedacht, boah, ey, hoffentlich geht sie bald wieder. Naja, auf jeden Fall wusste Heidrun drum, dass die Frauen sich abends gerne, ich meine, es sind 10 Frauen mit Luna jetzt dann wieder mit bei, sind es 11 Frauen, mit Gisela 12. Dass sie, also die 10 Frauen, Adele ist die 11., Gisela die 12. und Luna die 13. So, und dann kam sie auf dem Trichter. Ja, sagt einmal, sagt Heidrun dann so in die Runde, ihr strickt doch abends immer zusammen. Ja, sagt Adele, wir setzen uns abends meistens in die Halle und dann stricken wir noch, bevor wir zu Bett gehen. Das ist immer eine nette Runde. Und ja, also aber ihr wisst ja, die Zahl 13 bringt Unglück. Zahl 13, sagt Adele, was denn für eine Zahl 13? Ja, die Zahl 13. Ihr seid 13 Frauen. Was haltet ihr denn davon, wenn ich denn dann wohl abends mal mit dazukomme? Und alle Frauen im Hintergrund, hinter ihr, sie guckte ja Adele an, alle nein, 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 nein. Aber Adele stand dann da und wusste gar nicht, was sie sagen sollte im ersten Moment. Super Kundin, ne? Was mache ich denn jetzt? In Sekundenschnelle hatte sie sich dann, ach halt, und das muss ich erst mit allen Frauen besprechen, ob wir da jeden Abend Zeit für haben zum Stricken, das wissen wir gar nicht. Und jeder hat ja auch noch sein Privatleben. Also weißt du was, Heidrun, dann sprechen wir noch mal, wenn du das nächste Mal wiederkommst. Ja, und Heidrun dann, oh ja, und dann nimmt ihre Tüte mit Wolle und schwingenden Rockes, ne? Sie hat immer so schwingende Röcke an. Schwingenden Rockes läuft sie dann zur Tür raus, dreht sich an der Tür nochmal um und hier dieses Tilly, ne? Und so, ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich schon richtig auf unsere gemeinsamen Abende. Und zack, Tür zu. Und Adele und die Frauen gucken sich an. Also Henriette war da, es war Dorothea da, es war Marie da, Bärbel war da und Nick. Und alle guckten und oh nein, oh nee. Und Adele, ja, was sagen wir denn jetzt? Das geht doch nicht. Adele war immer so, ich kann das nicht. Ich kann der das jetzt nicht sagen, dass sie nicht erwünscht ist. Was machen wir denn jetzt? Sagt Henriette, soll ich so rausekeln? Das kann ich. Und sagt Henriette, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Nein, sagt Adele, das geht nicht. Ne? Ansonsten, sie ist ja eine Liebe. Sie ist ja wirklich immer freundlich und nett. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, sagt Marie, bis ihr irgendwas nicht passt. Und dann kriegst du aber richtig was auf. Ne? Und sie ist sich ja keiner Schuld bewusst. Oh, Adele sagt, was machen wir denn bloß? Naja, auf jeden Fall, der Tag geht zu Ende. Abends sitzen sie dann wieder zusammen, sind am Stricken.
und erzählen dann den restlichen Frauen von dieser Problematik. Ja, und dann sagt Rosi irgendwann: Du, Adele, das hier ist unser Zuhause. Da müssen wir niemanden einladen, den wir nicht haben wollen. Kannst du nicht sagen, wir machen einen Stricktag, wo nicht nur Heidrun dran teilnehmen kann, sondern auch noch andere Frauen aus dem Dorf. Und da machen wir einmal im Monat einen schönen Stricktag. Ja, sagt Adele, das ist ja eine super Idee. Das ist ja eine super Idee. Ja, sagt Gisela, ich mache dann Schnittchen und mache immer so ein kleines Buffetchen hier. Da kann dann ja jeder sich dran beteiligen und auch die Frauen aus dem Dorf und das alles. Murat kann im Sommer, können wir im Garten sitzen, da kann der Murat auch mal ein Würstchen grillen. Kea, sagt Adele, das ist super, das ist eine super Idee. Vor allen Dingen stoßen wir dann die Heidrun nicht vorm Kopf und wir haben die Heidrun nicht jeden Tag hier auf der Matte sitzen. Denn wenn wir das einmal machen, dann steht die hier den ganzen Abend, weil ne, mit ihrem Mann, der dann ja oftmals abends nochmal zum Kartenspielen geht und so, hat was im Mund. Das ist eine absolut super Idee, einmal im Monat einen Stricktag zu machen hier, den wir vielleicht nach Feierabend machen und dann vielleicht so 2, 3 Stunden. Ja, und so waren die Frauen, ne, happy, dass das geklappt hat. Die Idee kam von Rosi. Das war richtig toll. Ja, so, und als dann der nächste Tag und dann Heidrun natürlich, ne, die war ja jetzt ganz erpicht da drauf. Warte mal, ich zähle mal gerade. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 36, 38, 40, 41. Ja, da können wir noch einen Moment, ne? So, und ja, es wird der nächste Tag. Und natürlich, Heidrun steht gleich schon morgens um 9 Uhr vorm Laden. Ja, habt ihr euch, hast du mit den Frauen gesprochen, habt ihr euch und so und dies und jenes und bla bla bla. Und ja, wir haben uns gedacht, und Adele erzählte ihr das dann, dass sie am schwarzen Brett, dass sie da eine Ausschreibung macht. Also bei sich vorne an der Tür hat sie so mit Anregungen oder Veranstaltungen und so, was sie im Dorf so feststeht. So, da schreiben wir drauf, wir suchen Frauen für einen Stricktag, einmal im Monat. Ja, sagt Heidrun. Das ist ja auch eine schöne Idee. Aber ich hätte ja noch mehr. Nein, sagt Adela, also das können wir nicht. Wir haben abends, wisst ihr, alle haben wir noch unsere privaten Begebenheiten. Wir stricken auch nicht jeden Tag. Das können wir nicht. Das hatte ich dir ja schon mal erzählt. Ja, und Heidrun steht da so ein bisschen schmollend da. Aber naja, sie kann es ja auch nicht ändern. Und freut sich, sagt dann, aber sie freut sich darauf, wenn es losgeht mit einmal im Monat mit dem Stricknachmittag. Ja, gut. Okay. Adele macht das fertig, macht vorne einen Zettel dran und im Laufe des Tages, der Öffnungszeit, haben sich doch tatsächlich schon 5 andere Frauen da eingetragen. Da sagt Adele, da werden wir ja eine riesengroße Truppe werden hier. Jetzt kommt der Briefträger, sehe ich gerade. Moment. So, da geht's weiter. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass die Frauen schon ordentlich Besuch dafür innerhalb kürzester Zeit. Da könnte man mal sehen, sagt Adele, wie viele Frauen sich doch dafür interessieren. Und sie sagt, du, jetzt freue ich mich da richtig drauf. Naja, so, das war die Adele-Geschichte für heute. Weil ich wollte ja noch ein bisschen was anderes erzählen. Und zwar ich hatte ja gesagt, ihr könnt mir Fragen stellen, die ich beantworte oder auch nicht. Aber das über meine Katzenzucht hatte jemand gefragt. Da sollte ich doch mal drüber erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Als wir damals das Haus meines Schwiegervaters erbten, als der starb,
haben wir uns entschlossen, uns einen Maine Coon Kater zu kaufen, weil wir immer schon diese Katzenrasse so toll fanden. Und mein Mann sowieso, also der hatte sich schon Jahre vorher, hatte der sich schon in diese Katzenrasse verliebt und hat immer gesagt, wenn wir mal ein eigenes Haus haben und alles, dann kaufen wir uns einen Maine Coon Kater. So gesagt, getan. Wir waren eingezogen, es war alles fertig, es war alles, so haben wir uns dann mal ein bisschen umgeguckt und umgehört nach Züchtern. Ne? Warte, ich muss noch mal zählen, dass wir nicht die 50 vergessen hier. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 36, 38, 92, 94, 96, 98, 40, 42, 44, 45 sind wir erst. So, und ja, dann sind wir los, haben uns also einen Züchter gesucht und haben uns dort die Maine Coon Babys angeguckt. Und wie süß. Also, und vor allen Dingen, wir haben uns also in die Mitte gesetzt, auf den Boden, und die Katze, die zu uns kam. Also, und das war so, ja, ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden. Also, die waren alle so süß. Aber mein Mann, der hat dann einen Faden, ja, irgendwo ein Faden lag auf dem Boden und der hat diesen Faden genommen und hat mit diesem Faden gespielt, mit den Katzen. Und unser späterer Merlin, der guckte ihm in die Augen und nagelte diesen Faden so auf den Teppich an, dass mein Mann den nicht mehr locker kriegte. Und dann hatte er gesagt, das ist der Kater, den ich haben will. Weil der lässt nichts mit sich machen. Und der guckte meinem Mann die ganze Zeit in die Augen und hatte trotzdem diesen Faden. Also es war wirklich, Merlin war eine Sen war sowieso, der ist 19 Jahre alt geworden und war eine Sensation. Er war unser schönster Kater, den wir jemals gehabt haben, muss ich wirklich sagen. Er war also ein Wildlook, also er hatte noch die ganz normalen Farben und die man so als Katze, ja, wie die halt so von Natur aus und nicht gezüchtet in Rot, in Weiß oder in Creme oder so. Also, naja, auf jeden Fall, er war wunderschön. Und er war damals 13 Wochen alt, also Maine Coon müssen sowieso ein bisschen länger bei der Mama bleiben. Also wir haben unsere Katzen immer in der 14. Woche weggegeben. Weil so lange brauchen die, um auch ihr soziales Verhalten zu lernen von der Mutter und den Geschwistern, der soziale Zusammenhalt. Und wir haben immer darauf geachtet, unsere Katzen waren immer Familienmitglieder. Ich habe bei jeder kleinen Katze, die uns verlassen hat, habe ich Tränen verdrückt, weil das waren genauso unsere kleinen Babys wie die von der Mamakatze. Ja. Oh, 2, 4, 6, 7, 8, 30, 40, 47. So, jetzt mache ich noch zwei. Zwei. Also eine Reihe hier noch. Und dann werden wir mit der anderen, also ich mit der anderen Farbe und mit dem erst mit diesem anderen Muster anfangen. So, ja, das war unser Merlin. So ist unser Merlin dann zu uns gekommen. Und wie gesagt, er war dann bei uns und mit 6 Monaten haben wir ihn kastrieren lassen, weil da hatten wir überhaupt noch keine Intention dazu, eine Katzenzucht zu eröffnen oder so. Naja, aber auf jeden Fall hatten wir nach einer Zeit gedacht, nee, also komm, wir sind alle berufstätig. Wir machen das nicht. Augenblick. So, hi. Ich mache jetzt eine kurze Pause nochmal, weil jetzt kaufe ich gerade für euch die neue Winterware ein. Also noch ein bisschen Geduld, ne? Wir machen gleich weiter.
So, einen kleinen Moment dauert es noch. Das wird richtig gut. Und wenn ich das alles habe, dann könnt ihr euch auf was freuen. Bis gleich. So, ihr Lieben, das ist jetzt mit einigen Unterbrechungen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ist alt, ne? Ich habe jetzt Vertreterbesuch bekommen und habe für euch, also er ist jetzt gerade draußen und wir machen gleich weiter. Aber die schönsten Winterwaren, die es gibt. Ich habe noch nie so eine schöne Kollektion gesehen. Ich freue mich tierisch. Ja, und da musste ich unterbrechen. Es geht ja gar nicht anders. Aber ich bin hier fleißig jetzt gerade mit euch wieder am Stricken. Und wenn er jetzt gleich reinkommt, dann mache ich wieder eine kleine Pause. Und dann, bei euch ist das ja nicht viel. Da ist das ja nur mal gerade so eine kleine. Nur wir sitzen hier jetzt schon seit einer Stunde. Und naja, also wir machen gleich weiter. Ne? Ihr wartet auf mich. Ihr bleibt euch ja nichts anderes übrig. Ne? Wir sehen uns. Ach Leute, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Aber jetzt ist der Vertreter weg. Ihr macht euch kein Bild, was für wunderschöne Winterware ihr bekommen könnt im Winter bei mir. Es ist noch kein Sommer, aber bei uns ist das so. Wir bestellen immer im Voraus, ein halbes Jahr, fast ein halbes Jahr vorher wird die Winterware bestellt und im August wird dann die Sommerware bestellt. Ja, man hat die Regale eigentlich noch voll, ne? Aber was willst du machen, wenn wir jetzt tatsächlich wieder aufmachen dürfen? Ja, obwohl heute Morgen habe ich also auch schon wieder gelesen. Also, es ist mir wieder ins Auge gesprungen, aber wollte ich das gar nicht. Und hat es eigentlich auch gut verdrängt, dass sie wieder gesagt hat, nö, nö, Lockerung gibt's nicht. Ach, und da habe ich das einfach weg. Aber er erzählte jetzt auch, aber naja, was soll's? Ich mache mir da jetzt keinen Kopf drum. Ich stricke mit euch so eine Reihe noch. Und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin stehen geblieben bei Merlin, wie der zu uns gekommen ist. Und dass wir gemeint haben, eine Katze, weil wir ja berufstätig sind, eine Katze alleine, das ist doof. Ja. Und dann haben wir uns noch einen zweiten Kater dazu gekauft. Und auch den haben wir kastrieren lassen. Da haben wir den kleinen Jungen dazu geholt. Der kleine Junge ist 18,5 Jahre alt geworden. Und ja, beide sind natürlich jetzt schon einige Jahre verstorben. Aber die beiden haben sich auf Anhieb super verstanden. Also die beiden, wo der kleine Junge so schüchtern, ne? Also wo Merlin der Draufgänger, da war der kleine Junge so schüchtern. Naja, und dann waren die beiden tatsächlich 10 Jahre mit uns alleine. Also wir haben da zu Hause mit den Kindern und im Haus und überall gehörten die immer mit dazu. Und bis wir dann 2006 von der oberen Etage in unserem Haus, das ist ein Zweifamilienhaus, nach unten gezogen sind, da meine Schwiegermutter immer kränker wurde. Und dann haben wir uns entschlossen, meine Schwiegermutter mit in unseren Haushalt zu nehmen. Das hieß also, die obere Wohnung räumen, die untere Wohnung wurde saniert, renoviert, wir haben Wände rausgerissen und gemacht und getan. Und die Mutti hat ein schönes Zimmer bekommen, das sie dann auch bis zu ihrem Tode bewohnt hat. Und ja, und so war dann halt die Mutti mit bei uns in der Gemeinschaft, also in der Familie involviert. Also sie war halt dann nicht so wie vorher. Sie wohnte unten, wir oben. Nun gut. Und jetzt war es so, sie mochte die Katzen auch so gerne. Aber der kleine Junge war zu introvertiert. Der mag ich nicht. Und der Merlin war zu robust. Die Omi war ja nur noch so ein Häufchen. Also sie hatte eine Krankheit, die sie immer schlanker werden ließ. Und dann hinterher kam die Demenz dazu. Aber weder Merlin, der wollte das nicht, der war zu rabiat für die Mama. Und der kleine Junge, ne, der hatte überhaupt kein Interesse. Ich lass mich bloß zufrieden.
Und dann haben wir gedacht, ach Mensch, ne, so ein Haustier und sie wollte doch immer so gerne. Und dann haben wir gedacht, komm, wir holen uns ein Mädchen dazu. Ein Katzenmädchen ist bestimmt irgendwie nicht ganz so rabiat wie die anderen beiden Kater. So gesagt, getan, Züchter gesucht. Und ja, und da haben wir unsere Lili 2006. Und unsere Lili lebt auch noch. Also sie ist ja auch schon betagt und sie hat uns, das war auch unsere erste Zuchtkatze. Und als wir die Lili dann hatten, dann haben wir gedacht, och, wir könnten ja auch, dann war es die dritte Katze und jetzt stell dir mal vor, jeder sagte immer, boah, ist die schönste, eine Glückskatze, ne? Und ist die schön und Kinder wären bestimmt schön. Okay. Ja, dann haben wir uns entschlossen, jawohl, mit der Lilly werden wir züchten. Sie war sowieso von Anfang an bei der Oma immer, ne? Und die konnte stundenlang bei Oma auf dem Sessel sitzen und Oma streichelte sie dann hin und wieder. Und also die war bei Oma. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann umgesehen nach einem Zuchtkater. Ich selber wollte keinen haben, weil wer schon mal einen Zuchtkater gehabt hat, das ist eine schwierige Handhabe mit einem eigenen Zuchtkater, weil der Geruch ist wirklich extrem. Und deswegen haben wir uns um einen Deckkater bekümmert. Und dann hatten wir einen tollen Deckkater gefunden. Ja, und über den Verein haben wir einen super Deckkater gefunden. Und dann, als die Lili das erste Mal Babys bekam, haben wir gedacht, uns trifft der Schlag. Es war also auch ein Wildlook-Kater gewesen, also mit Grau und ein bisschen links, also wirklich ein wunderschönes Tier. Jetzt bekam das Lilly-Kind 9 Babys. Ungelogen. Sie kriegte 9 Babys. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Und das für eine Maine Coon, das ist sehr außergewöhnlich. Die kriegen sonst 3, 4, auch mal 6 oder 5. Aber 9? Das erste Wurf, 9 Babys. Also wir haben da gesessen und haben gedacht, boah, leider ist das 9. Baby, was geboren wurde, totgeboren. Es hatte einen offenen Bauch und wir haben gedacht, naja, das war also auch wirklich ungewöhnlich gewesen. Also hatten wir 8 Babys, ne? Jo, in allen Farben, in Wildlook, in Rot. Weil unsere Lilly ist ja eine Glückskatze. Die hat weiß drin, die hat rot drin, die hat braun, die hat schwarz, die hat alle Farben drin. Und alle Farben kamen jetzt da bei diesen 8 Babys raus. Also es war eine Sensation. Es war wirklich schön. So, das andere, das erzähle ich euch dann demnächst weiter. Wir wollen jetzt hier erstmal weitermachen. Wir haben also jetzt die Reihen beendet. Jetzt fangen wir an. Also die, die eine Zweitfarbe nehmen, nehmen ihr zweites Knäuel, so wie ich. Und die anderen stricken dann halt einfach mit ihrer Farbe weiter. Und zwar bleiben wir dabei, dass wir die erste Masche verdoppeln. Na komm, das ist der Vorführeffekt, ne? So, und dann stricken wir 5. Also dann haben wir ja 3 Maschen auf der Nadel. 1, 2, 3, 4, 5 rechts und 5 links. 4, 5. So. Und ich hoffe, ich meine, ich hätte 5 genommen. Ich hätte mir das Tuch vielleicht vorher nochmal angucken sollen, aber wir machen das mal. Sonst machen wir es wieder auf. 1, 2, 3, 4, 5 rechts und 1, 2, 3, 4, 5 links. So, und wieder 5 rechts. 1, 2, 3, ups, 4, 5 und 1, 2, 3, 4. Ups, 5 links. 1, 2, 3, 4, 5 rechts. Ja.
Und 5 links. 1, 2, ich habe Hunger. 3, 4, 5. Fällt mir auch viel, ne? 1, 2, 3, 4, 5 rechts. 1, 2, 3, 4, 5 links. So, und jetzt haben wir zwei Maschen über. Und das war eigentlich nicht so vorgesehen. Also wird sich das nachher, wir machen hier wieder zwei rechts, zwar eins, zwei und drei, dann haben wir hier drei rechts. Allerdings wird sich das im Laufe dessen, wird sich das immer ausgleichen. Es hat wieder geklopft. Ich muss mal gerade gucken, ob es jetzt hier für mich, also heute wollte ich so gerne mit euch stricken. Und was ist das Problem? Immer ist irgendetwas. Ich komme gar nicht zur Ruhe, Mensch. Aber es hat nicht nochmal geklopft. Nein. Wir warten mal, ob es nochmal klopft, ne? Weil sonst steht ja kräftig klopfen vor. Wenn es nicht nochmal, dann habe ich mich vertan. So, ja, wisst ihr, woher das kommt jetzt? Weil ich glaube, ich habe eine Reihe zu viel gemacht. Weil ich durcheinander gekommen bin hier mit meinem ganzen Geblöns. Ne, ich habe eine Reihe zu viel gemacht. Ich hätte schon eine Reihe vorher aufhören müssen. Das ist wieder mein, ne? Ihr habt das mit Sicherheit gemacht, weil ich ja gesagt habe, es ist die letzte Reihe. Und deswegen ist es bei euch auch aufgegangen und bei mir nicht. Aber mir macht das nichts. Ich warte, bis es sich dann von alleine bekriegt hier. So, und dann einfach weitermachen. Wir müssen ja die ersten zwei dann immer, also die erste verdoppeln und dann so, dann haben wir und dann wieder so, wie sie erscheinen. Die Maschen werden gestrickt, wie sie erscheinen. Und du hast nachher ganz einfach ein Muster, weil wo es dann halt so ein bisschen breiter an den Seiten, was heißt, es geht so ein bisschen breiter hoch, wie so eine Rippe. Ich muss jetzt erstmal aufpassen hier, dass ich auch das Richtige mache hier und nicht nachher wieder durchs Quatschen wieder was verkehrt mache hier. Ich kenne mich. Aber es kann auch sein, wenn wir jetzt gleich aufhören und ihr macht. Wir machen nächste Woche weiter, dass ich das Ganze wieder aufmache und dann auch in der vorletzten Reihe aufhöre, wie sich das gehört, ne? 2, 3, 4, 5. Ne. Ja, und so seht ihr schon mal, dass, wie das werden soll. Wie es nachher werden soll. Dieses schöne Tuch. Ja, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich wirklich zwischendurch so eine lange Pause machen muss. Aber man kann ihn ja auch nicht vor der Tür stehen lassen, ne? Und wir wollen ja alle unsere Winterware. Aber so schöne Sachen. So, aufpassen braucht ihr jetzt nur die ersten paar Reihen und dann macht ihr immer so, wie die Maschen erscheinen und dann kriegst du ein ganz normales Muster, brauchst du da nicht mehr drauf achten. Brauchst du nicht mehr zählen, weil dann siehst du das ja schon. Ja. Und ich habe dieses Tuch schon 4 oder 5 Mal gestrickt. Aber so ist das bei mir. Dann kommt irgendwas dazwischen, ich laber irgendwas oder es kommt irgendjemand und zack, dann habe ich hier den Faden verloren. So, eins, 2, 3, 4, 5. So, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 5 und noch eine verdoppeln. So. Und dadurch, dass du jetzt strickst, so wie sie erscheinen, hast du also in der ersten. Jedes Mal in der ersten hast du dann ja wie so ein Abschluss auch. Du strickst ja jetzt erstmal
Eins, zwei, so. Und jetzt, wie sie erscheinen, und dann guckst du, oh, das ist ja eine linke. Ergo machst du eine linke. So, am Rand. Am Rand wird das dann nachher irgendwie wie so eine, das sieht dann nachher so aus wie so eine, ja, wie so ein Rand, ja, wie so eine Randmasche quasi. So, und jetzt haben wir wieder, ups, und jetzt wird es, jetzt fängt ja das Muster erst wieder an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, ziehe ich mal gerade hier. Und hier wieder eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Und jetzt noch zwei, drei, vier, fünf. Wir werden dieses jetzt zu Ende stricken, diese Reihe, und dann werden wir es für heute gut lassen, sein lassen. Insgesamt haben wir trotzdem ordentlich rumgequatscht und ja, ich hoffe, ich habe euch das mit dem Tuch jetzt vernünftig erklärt. Also der Rand ist immer so, ist ja logisch. Du nimmst ja immer eine Masche dazu. Und indem, dass du dann so strickst, wie die Maschen erscheinen, dass du dann immer diese Abstände hast, dann erscheint es an diesen beiden Rändern so, als wenn du eine Randmasche gestrickt hast. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig erklärt oder richtig gesagt. Macht es einfach. Ihr seid ja nicht dumm. Ihr werdet das schon, ne? Ihr werdet das verstehen, was ich meine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Guck, und das machen wir. Solange, also jedenfalls habe ich das bei meinem Tuch so gemacht, ich da Lust zu habe. Aber wenigstens stricke ich, also 30 Reihen auf jeden Fall stricke ich so, weil dann sieht man es erst richtig, dass man das. Und manchmal habe ich auch 50 Reihen gemacht und dann habe ich wieder Kraus. Dieses Tuch kann man selber so, ach, ich mache jetzt nur mal so einen kleinen Streifen kraus und mache viel mehr davon oder mache viel mehr dafür. Das kann jeder für sich selber entscheiden, solange wie er Lust hat, zu stricken. Ich zeige euch gleich nochmal, was ich damit meine. So. Und nächste Woche erzähle ich euch dann weiter von Adele. Und auch weiter, was ich noch so. Aber so sind wir halt zum Züchten gekommen, ne? Durch unsere Lilly und ja, und haben das einige Jahre gemacht, bis ich das Geschäft eröffnet habe. Da haben wir gesagt, das ist zu arbeitsintensiv. Weil man muss wirklich bei den. Und wir haben das nie so gemacht, wie mancher Züchter da irgendwie ein eigenes Zimmer oder im Keller oder irgendwo. Das haben wir nie gemacht. Die waren immer bei uns. Also meine Lilly hätte ich niemals alleine irgendwo in irgendeinem Raum gelassen. Ich war immer bei jeder Geburt dabei. Ich habe ihr immer geholfen. Die Tierärztin war immer auf Abruf, falls was sein sollte. Und da war immer so zwischen der Katze und mir war auch immer das Vertrauen. Sie hat auch die Babys immer gekriegt. Und solange, komischerweise können Tiere das, solange echt gewartet, bis ich zu Hause war. Und dann hat sie ihre Babys gekriegt. Also die ersten Babys hat sie mitten in der Nacht von einem Samstag auf Sonntag bekommen. Und wir hatten ihre Wurfkiste neben unser Bett geschoben. Das haben wir jeden Abend gemacht, weil es konnte ja schon losgehen. Ne? Haben wir das also immer gemacht. Und die Babys anschließend waren immer dabei. Die wurden dann anschließend ins Wohnzimmer vors Bücherregal gestellt, nee, also wo die Heizung ist und wo alle dies. Und da stand die Wurfkiste immer und die Babys waren immer dabei. Mama und Kind waren immer bei uns dabei. Das gab es bei uns nicht. Und auch als die nachher laufen konnten und rumspeckerten, also die waren immer da, die haben wir nie weggesperrt oder so. Das konnte ich nicht haben. Das waren unsere Familienmitglieder, ne? Ja. Moment. Zwei, drei, vier,
5. So. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig schon sehen kann. Na, so sieht es dann aus. Fokussiert nicht, wenn ich dann hingucke. Ne? Guck hier, so sieht es dann aus. Das kann man noch nicht so richtig. Nächste Woche, wenn wir weiter stricken, dann sehen wir das richtig. Dann kann ich euch auch den Rand mal richtig zeigen, ne? Wie das. Ja, okay. So, das war jetzt die erste Frequenz, was wir jetzt hier gestrickt haben. Und zu Anfang ist immer ein etwas kleineres Stück, aber wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, so ein Stück in diesem Muster gestrickt haben, in diesem Rippenmuster, dann stricken wir ein ganzes Stück in Kraus und ja, es ist einfach nur eine ganz einfache Sache. Also lasst euch nicht irritieren, wenn ihr mal eine Masche übrig habt oder so. Und dass ihr dann, oh, es geht aber nur vier. Ihr nehmt ja wieder auf und in der nächsten Reihe gleicht sich das meistens wieder aus, spätestens in der zweiten. Und dann sieht der Rand halt nachher, und das sieht man, wenn man weiter gestrickt hat, sieht man dann, dass der Rand halt schön mitläuft. Ja, das war das Erste. Ich sag ja, es ist eigentlich ein Tuch, was ganz, ganz einfach ist, wo nichts Großartiges zu bedenken ist. Hätte man auch gar nicht machen können, indem, wenn ich hier sitze und hier komplizierte Muster erkläre, kann ich euch nichts erzählen. Das ist ja ganz klar, ne? So, jetzt habe ich echt lange gebraucht für diese Stunde, weil, ja, wegen der Unterbrechung. Aber ihr macht euch kein Bild, was es für schöne neue Sachen gibt. Ich kann das gar nicht mehr wiedergeben. Ich bin ganz erschlagen von den schönen Sachen. Ich habe in dieser Tasche, Müll nochmal, ich habe in dieser Tasche mit meinen Stricksachen, die ich jetzt fürs Tuch habe, meinen Seelenwärmer gefunden. Und den konnte ich euch ja am Dienstag nicht zeigen, weil ich ihn ja zu Hause vergessen habe. Und guckt mal, wie weit ich schon bin. Ja? Also ich habe jetzt dieses hier noch, das werde ich jetzt noch in diesem Rosé und dann kommt ja noch mal Weiß, dann dieser Braun-Taubton und dann das Rosa noch mal und dann ist er fertig. Ja, weil ich konnte ja in den letzten Tagen nicht richtig stricken wegen meinem Arm, ist auch immer noch nicht so ganz weg, aber nun ja, gut. Es nutzt ja alle nichts, ne? Ohne Stricken können wir nicht. Ich muss jetzt erst noch mal was anderes sagen, bevor ich mich verabschiede. Bis Donnerstag. Ihr müsst bis Donnerstag warten. Dienstag habe ich ja meine Untersuchung. Wir legen jetzt eine Nachtschicht ein mit der Zitronenhaine. Ihr seid ja irre. Ja, also, ihr Lieben, es wird sich wirklich, also die als erstes bestellt haben, brauchen natürlich nicht so lange warten. Aber ich denke mal, die heute Morgen zum Schluss bestellt haben, werden 14 Tage warten müssen. Das muss ich dabei sagen, da muss ich ehrlich sein. Die komplette Rohwolle Merino 80 20 Poly. Kompletten 100 Strang davon. Also wir haben mehrere verschiedene Qualitäten, aber halt davon, wo der Zitronenhain drauf gefärbt wird, sind von gestern bis heute komplett weg. Ich kann jetzt auch keine einzigen Zitronenhain mehr annehmen. Ihr habt es getan. Ihr habt es tatsächlich getan und habt mir die kompletten 100 Strang abgenommen. Wir machen uns jetzt am Wochenende auf an die Arbeit und werden den Zitronenhain färben. Und wie gesagt, wer zuerst da war, der kriegt ihn auch zuerst. Und die letzten von heute Morgen, also ihr Lieben, da haben wir nicht mit gerechnet. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich dafür. Und aber gerechnet haben wir da nicht mit. Und deswegen, wir haben es ausgerechnet, wie viele Stränge wir am Tag färben können. Was heißt wir? Es ist ja Tulas.
Ich glaube, und Tula kriegt es immer wieder hin, dass sie fast gleich aussehen. Wie sie das macht, weiß ich nicht. Aber sie kriegt es immer wieder hin und deswegen ist das ihre. Und sie hat auch gesagt, sie macht das. Nur färbt mal jetzt innerhalb kürzester Zeit 100 Strang mit den Möglichkeiten. Unsere Straße ist ja noch nicht fertig, ne? Sonst wäre das ja ein Gucken. Da kannst du dann ja 10 Strang auf einmal reinpacken in jedes Ding. Aber das haben wir leider noch nicht. Es ist ja noch nicht umgebaut. Und jetzt müssen wir uns also immer noch mit mehr als 16 Strang am Tag, nein, noch nicht mal 8 Strang am Tag, mehr geht gar nicht von der im Zitronenhain. 8 Strang, wenn ich ihm das gerade, was rede ich denn von 16? Nee, 8 Strang am Tag, dann wisst ihr Bescheid, ne? Also das wird, und da müssen sie trocken werden auch noch, also, ne? Aber ihr bekommt sie. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch für eure lieben Bestellungen per E-Mail. Zwei, drei haben es am Telefon bestellt, aber alle anderen haben wirklich per E-Mail bestellt und das wird jetzt abgearbeitet. So, ihr Lieben, ich muss jetzt aufhören, denn sonst wird das nichts. Wir werden uns Mühe geben, so schnell wie möglich alles zu verschicken. Ja, und ne? Seht zu, macht euch ein schönes Wochenende. Wir stricken nächste Woche weiter. Und ja, und dann gibt es auch wieder Geschichten und unser Tuch wird wachsen. Also, wenn einer weiter stricken will, also der ist dann natürlich ruckzuck fertig, aber ich für meinen Teil werde dieses hier nur hier stricken am Freitag, wenn wir miteinander reden für die eine Stunde. Gut, so die ersten beiden schreibe ich unten rein. Also wie gesagt, da könnt ihr dann nachlesen. Das ist nicht viel. Also es ist wirklich nur verdoppeln und ach, ihr wisst es ja jetzt. Ja, ich verabschiede mich in ein schönes Wochenende für euch. Hier scheint die Sonne wieder, der Regen hat aufgehört und wir sehen uns am Donnerstag zur Wollvorstellung. Und da habe ich etwas Neues bekommen und zwar ein hundertprozentiges Seidengarn für den Sommer und zwar wunder, wunderschöne Farben. So, bis dahin, tschüss!